Fischament hat für internationale Unternehmen viel zu bieten. Das weiß auch Makita Österreich und baute eine neue Unternehmenszentrale dort. Wir waren beim Spatenstich dabei. Makita Österreich wurde als 10. Niederlassung des internationalen Konzerns im Jahr 1981 gegründet und ist die Hauptgeschäftsstelle für 4 osteuropäische Länder. Nun soll auf einer Fläche von etwa 23.000 Quadratmetern ein Bürogebäude und eine 16 Meter hohe Lagerhalle errichtet werden. Hier wird künftig eine breit gefächerte Produktpalette für den Elektrowerkzeug- und Gartensektor vertrieben. Geschäftsführer Nobuo Katamine weist auf die vielen Vorteile des neuen Standortes hin. Die Nähe zum Flughafen ist natürlich ein Vorteil, ebenso die geringe Entfernung zu unseren Zweigstellen in Ungarn, Tschechien und der Slowakei. Wir sind ein Logistikzentrum, da sind kurze Wege vom Vorteil. Die Autobahnanbindung ist natürlich auch sehr toll. Deshalb ist Fischament der perfekte Standort für unser Unternehmen. This is the very big point of Fischament here. Fischament hat sich gegen mehrere andere Bewerber durchgesetzt und wir sind irrsinnig stolz. Wir bekommen mit einem Schlag 100 neue Arbeitsplätze mit Potenzial nach oben und vor allem die Firma Makita, das ist ein Zeichen für die Zukunft, für zukünftige Betriebsansiedlungen. Wenn sich so ein top internationaler Betrieb für Fischament entscheidet, da kann man nur stolz sein. Wir wachsen als Standort, es gibt zusätzliche Beschäftigung und Makita ist ein gewisses Leuchtturmprojekt und auch Cargo Partners. Wir werden ja in wenigen Wochen auch dafür einen Spatenstich feiern. Und seit diese Bemühungen jetzt an Kraft gewonnen haben, interessieren sich sehr, sehr viele Betriebe am Standort Flughafen. Und ich hoffe, dass wir noch oft in den nächsten Jahren hier zu Spatenstichfeiern zusammenkommen. Wo bekommt man so einen großen Spaten? Das war eine kreative Eigenidee von uns. Wir haben ein bisschen gegoogelt und wir haben was Ähnliches gesehen. Und wir haben es einfach unseren Kunden gesagt, wir brauchen sowas, weil wir haben 5, 6 Leute, die auf das Foto gehören. Und es waren eigentlich 20, 30, die sie dann angeboten haben, da wäre der Spaten zu groß gewesen. Und jetzt haben wir das so gemacht und ist, glaube ich, ganz gut geworden. Wie genau wird der Bauvorschritt weiterhin aussehen? Ja, die Bagarbeiten haben praktisch schon begonnen. Und geplant ist, dass mit Ende Dezember diesen Jahres die Logistikhalle stehen wird, dass die fertig ist. Und mit Jänner werden die Einrichtungsarbeiten beginnen. Diese sollten dann im Mai abgeschlossen sein. Und auf 3000 Quadratmeter werden Büroflächen entstehen, es wird Schulungs- und Trainingszentrum und eine moderne Werkstätte. Das ist natürlich für uns ganz, ganz toll, weil einerseits geht es darum, Beschäftigung zu schaffen, aber Arbeitsplätze bedeuten natürlich auch Steuereinnahmen für die Gemeinde und wir im Fischerment können das natürlich gut gebrauchen, weil wir investieren ja in soziale Projekte und wir versuchen für die Bevölkerung mit diesem Geld einiges zu machen. Fischerment Makita e Yo Koso.